Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuerscheinungen vom November geben. Ich bin etwas verspätet mit dem Video, mich hat es leider komplett erwischt. Ich war jetzt die letzten 2 Wochen komplett krank und außer Gefecht gesetzt und mit Schnupfen und Naselaufen und dicken zugeschwollenem Hals und allem, was dazugehört. Deswegen konnte ich auch keine Videos drehen und hänge da jetzt auch ganz schön hinterher mit meinen Videos und habe mich jetzt heute hingesetzt und einfach schon den ganzen Tag nur gedreht. Deswegen soll es heute noch meine Neuerscheinungen geben vom November, auch wenn ich etwas spät dran bin. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Nächsten Monat kommen sie dann wieder ganz, ganz pünktlich zum Monatsbeginn. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das dieses hier, Fridged von Jennifer L. Armentrout. Dieses Buch ist am 2. November erschienen. Ich konnte es bei Amazon schon Ende Oktober bestellen und es ist auch schon Ende Oktober geliefert worden. Keine Ahnung warum, die hatten es wahrscheinlich schon auf Lager. Auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut. Ich habe es inzwischen auch schon gelesen. Ich fand es richtig gut. Und ja, wenn ihr mehr Infos wissen wollt, ich verlinke euch die Rezi dazu einfach nochmal unten in der Infobox und oben in der Infokarte. Schaut da einfach mal vorbei. Und ich muss sagen, ich fand dieses Buch richtig gut. Es ist leider eines der schwächeren Jennifer L. Armentrout Bücher, wenn ich die anderen Bücher so im Vergleich setze. So Wait for You, Stay with Me und diese ganzen anderen New Adult Romane, finde ich die um Längen besser. Ich weiß, dass dieses Buch auch schon etwas älter ist und eines der ersten Bücher, die sie so in die Richtung mitgeschrieben hat. Und ich mochte das Buch trotzdem. Es ist halt, wie gesagt, nur schwächer als die anderen Adult-Bücher. In diesem Buch geht es um Sydney und Kyler. Und Sydney und Kyler sind schon seit Kindestagen an beste Freunde und sind jetzt auf dem College und verbringen ihre Winterferien wie immer in so einer kleinen Skihütte, wo sie sich halt jedes Jahr über die Feiertage mit ihren Freunden treffen. Und es ist in diesem Jahr aber so, dass ein Schneesturm heranzieht und Kyler und Sydney allein in dieser Hütte bleiben und dort eingesperrt werden für ein paar Tage. In diesen Tagen ändert sich alles zwischen den beiden, denn Sydney ist schon sehr, sehr lang in Kyler verliebt und denkt aber, dass er ihre Gefühle nicht erwidern wird. Was natürlich totaler Blödsinn ist, wenn man die beiden so von vornherein kennt und das betrachtet, wie die sich auch verhalten und miteinander umgehen. Und ja, in diesen 3 Tagen passieren dann einige Dinge und die Beziehung zwischen Sydney und Kyler ändert sich total und tut sich komplett neu definieren. Und alles wäre viel zu schön, um wahr zu sein, wenn da nicht irgendwie ein paar mysteriöse Menschen wären, die den beiden irgendwas antun wollen. Und so müssen die beiden bangen, dass ihnen nicht noch Schlimmeres passiert und bangen auch so ein bisschen um ihr Leben. Das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Ich fand es, wie gesagt, wirklich gut und kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn ihr New Adult Bücher mögt, dann lest es auf jeden Fall. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Die Bibliothek der besonderen Kinder. Das ist der 3. Teil von Ransom Riggs Reihe, Die Insel der besonderen Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür noch eine genaue Reihenbezeichnung gibt. Auf jeden Fall erscheint dieses Buch jetzt am 2.11. ebenfalls beim Trümmer-Knauer Verlag als Taschenbuch und ja, kostet aber glaube ich 14,99 statt 9,99. Warum auch immer, ich weiß jetzt nicht, ob es besonders dick ist. Das ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich mir auch nochmal mit angucken wollte und ja, den Film Die Insel der besonderen Kinder wollte ich mir eigentlich auch mal noch angucken im Kino. So what? Es gibt so viele Dinge, die man noch machen möchte. Er erscheint auch noch mit am 2. November Die Magier seiner Majestät. Und ich muss hier immer wieder ablesen, worum es in diesem Buch geht. Es erscheint auf jeden Fall auch im Drömer-Knauer Verlag. Und ja, den Inhalt lese ich euch wie immer einfach mal ab. Zacharias White hat mehr als ein Problem. Nicht genug damit, dass er sich als frisch ernannter königlicher Magier mit mordlustigen Neidern auseinandersetzen muss. Auch die Quelle seiner Macht, die Magie Englands, droht zu versiegen. Und niemand weiß, warum das so ist. Alarmiert reist Zacharias ins Feenland, um den mysteriösen Magieschwund auf den Grund zu gehen. Unterwegs trifft er auf die junge Weise Prunella Gentleman, die ihn mit ihrer schlagfertigen Art und ihrem magischen Talent bezaubert. Doch Prunella hütet ein Geheimnis, das die gesamte Magie Englands auf den Kopf stellen könnte. Ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Das ist wieder so eine Mischung aus High Fantasy und Urban Fantasy. Also ich finde, es hört sich so an, dass es schon in unserer Welt spielt, aber trotzdem irgendwie High Fantasy ist. Und ja, ich fand, es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend angehört. Deswegen dachte ich, ich zeige es euch einfach mal mit, dass dieses Buch am 2. November erscheint. Dann erscheint am 3. November der 3. oder 4. Teil der Hard-Reihe. Also der erste war ja Hardwired, dann gab es ja noch Hard Pressed und jetzt kommt der nächste, der heißt Hardline. Der erscheint am 3. November. Ich kann zum Inhalt hier nichts sagen, weil ich habe die ersten Bände noch nicht gelesen und ich wollte mich da selber jetzt nicht spoilern. Da ich diese Bücher auf jeden Fall aber noch mitlesen möchte, dachte ich mir, ich sage euch Bescheid, vielleicht liest ja einer von euch diese Reihe. Also jetzt erscheint tut's am 3. November. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint glaube ich am oder ist, glaube ich, am 4. November erschienen. Und zwar ist das Sherry on Top von Jacqueline Felgu. Das ist ihr aktuelles Buch vom November. Ich habe es schon gelesen. Ich fand es richtig gut. Es ist eine richtig super süße Liebesgeschichte. Also wenn ihr da was in der Richtung lesen wollt, schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Es spielt in New York und es ist einfach wirklich sehr, sehr süß und eine richtig coole Story auch. Und die Charaktere sind auch richtig toll.
I like it. Und ich mag ja Jackie ihre Bücher sowieso. Und ja, also wie gesagt, dieses Buch ist jetzt auch schon mit erschienen. Ich sag die ganze Zeit erscheint, aber die Bücher sind ja alle schon erschienen, ne? Weil wann kommt dieses Video hier online? Ich glaube am 7. November oder so. Da sind die Bücher alle schon draußen. Also die sind schon erschienen. Entschuldigt meine falsche Formnennung, aber normalerweise kommt das ja erst noch, wenn ich das Video drehe. Deswegen, blöde Gewohnheit. Gut, lassen wir das. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist The Chemist von Stephanie Meyer. Dieses Buch erscheint am 8. November. Das heißt, es könnte noch nicht erschienen sein, wenn ich euch dieses Video hier zeige. Ich habe mir dieses Buch mit aufgeschrieben, weil ich die Twilight-Reihe von Stephanie Meyer einfach immer noch super toll finde. Und ich mochte ihren Schreibstil damals unheimlich gern und ich mag ihn auch heute noch. Und deswegen dachte ich mir, schreibe ich mir The Chemist mal mit auf, auch wenn das mehr so ein Thriller ist als so eine Fantasy-Geschichte. Und ich lese euch auch hier mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Sie hat für eine geheime Spezialeinheit der US-Regierung als Verhörspezialistin gearbeitet. Sie weiß Dinge, zu viele Dinge, deshalb wird sie jetzt selbst gejagt. Bleibt nie länger an einem Ort, wechselt ständig Namen und Aussehen. Drei Anschläge hat sie knapp überlebt. Die einzige Person, der sie vertraut hat, wurde umgebracht. Doch jetzt hat sie die Chance, wieder ein normales Leben zu führen. Dafür soll sie einen letzten Auftrag ausführen. Was sie dabei herausfindet, bringt sie jedoch in noch größere Gefahr, macht sie verwundbar. Denn zum ersten Mal in ihrem Leben gibt es einen Mann an ihrer Seite, der ihr wirklich etwas bedeutet. Und sie muss alles dafür tun, damit die beiden am Leben bleiben. Mit ihren ganz eigenen Mitteln. Ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr cool an. Das hört sich an wie so eine Agentengeschichte und mit einer starken Protagonistin. Und ja, deswegen dachte ich mir, schreib's mir einfach mal mit auf. Und wie gesagt, das ist Stephanie Meyer. Ich mochte ihren Schreibstil einfach bei Twilight total gern. Deswegen bin ich gespannt, was der Chemist bereithält. Ich weiß jetzt nicht, wann ich dazu kommen werde, dieses Buch mal zu kaufen und zu lesen. Mal gucken, aber ich habe es auf jeden Fall mit auf dem Zettel. Die nächsten Bücher, die ich euch zeigen möchte, erscheinen alle drei am 11. November. Das erste Buch ist der zweite Teil von Elias und Laia oder Laia. Ich weiß immer nicht genau, wie man das ausspricht. Eine Fackel in der Dunkelheit von Sabaa Tahir. Ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen. Er steht schon so lange auf meinem Wunschzettel. Aber irgendwie kriege ich dieses Buch einfach im Moment nirgendwo günstig. Verdammt. Aber naja, vielleicht irgendwann werde ich es auf jeden Fall mal lesen. Es steht auf meinem Wunschzettel. Dann haben wir noch am 11. November ebenfalls den zweiten Teil von Witch Hunter von Victoria Böker oder wie sie hieß. Da war meine Freundin Jenny ganz begeistert von diesem Buch und von dieser Geschichte. Und sie hat den ersten Teil, den werde ich mir auf jeden Fall immer mit ausleihen und mal irgendwann mitlesen, wenn ich meinen Sub irgendwann mal weg habe. Und ich denke auf jeden Fall, dass sie sich auch den zweiten Teil kaufen wird, denn sie war von der Geschichte total begeistert. Das dritte Buch, was ich mir noch mit aufgeschrieben habe, ist der dritte Band auch einer Reihe und zwar heißt die Market Man und der dritte Band heißt In seinem Herzen und das ist eine Liebesgeschichte, in der es um eine Frau geht, die immer nur nach ihrem Äußeren beurteilt wird und aussieht wie so eine Mischung aus Grunge-Fee und Elfe, stand in der Beschreibung und sie trifft dann auf einen Typen und der mag sie natürlich aufgrund ihres Äußeren gar nicht und schätzt sie dann aufgrund dessen natürlich auch völlig falsch ein. Und na, die beiden lernen sich dann natürlich kennen und dann entwickelt sich so eine Liebesgeschichte. Ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben, weil ich fand, es hat sich einfach ganz interessant mal angehört. Mit einem ganz spannenden Ansatz. Es hat mir auf jeden Fall, die Inhaltsangabe hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und vielleicht ist ja das auch noch für den einen oder anderen von euch etwas. Nicht wundern, ich noch mal ganz kurz hier. Ich bin gerade dabei, meine Neuerscheinungen zu schneiden und zu sichten. Und ich stelle fest, ich habe ein Buch vergessen. Ich habe ein Buch vergessen, euch zu sagen, dass das als Buch erscheint. Und obwohl ich sogar vorbestellt habe, dieses Buch. Wie bekloppt ist das denn? Deswegen musste ich jetzt mich hier einfach noch mal so kurz dazwischen hauen. Und zwar, dieses Buch ist Was auch immer geschieht von Bianca Iosimoni und erscheint am 11. November. Und ich freue mich schon seit Juli auf dieses Buch, denn im Juli ist das E-Book schon rausgekommen zu Was auch immer geschieht. Und da ich das Buch aber gerne als richtiges Buch haben wollte, musste ich mich jetzt bis November gedulden. Und alle, die da draußen vielleicht auch noch auf dieses Buch warten, wie gesagt, es erscheint am 11. November. Ich wollte es an dieser Stelle nur noch mal kurz erwähnen. Haben und ich habe es vorhin in meinem Neuerscheinungsvideo total vergessen mit zu erzählen, deswegen musste ich das jetzt hier so zwischenrein noch mal mit reinbasteln. Also wundert euch nicht, es geht gleich mit dem normalen Video weiter. Nur so ganz kurz zur Info, Was auch immer geschieht von Bianca Iosimoni am 11. November. Ich freue mich schon so, wuhu, und ich habe es vorbestellt, wuhu, und ja. Als nächstes kommen die Bücher vom 14. November und auch das sind wieder drei Stück. Und zwar einmal ist es der sechste Teil der Dare to Love Reihe im Zweifel für die Liebe.
Ich habe die ersten 5 Bände ja schon gelesen und fand den einen gut, den anderen fand ich besser, den nächsten fand ich wieder nicht so gold, nicht so toll. Also die waren bei mir sehr durchwachsen. Ich bin jetzt aber auf den 6. sehr, sehr gespannt, weil die Geschichte klingt sehr, sehr vielversprechend. In diesem Buch geht es um, oh Gott, wie hieß sie denn? Ich glaube, sie hieß Maggie und Maggie ist Grundschullehrerin, schwanger von ihrem Ex, der sich aber einen Scheiß für sie und das Kind interessiert und sie lernt dann Scott Dare kennen, der ist Polizist und ja, er findet sie auf jeden Fall auf Anhieb attraktiv, aber aufgrund der ganzen Situation möchte sie natürlich keinen neuen Mann in ihrem Leben. Und die Geschichte hat sie auf jeden Fall sehr, sehr spannend angehört und man hat am Ende vom 5. Teil schon so einen kleinen Einblick in die Geschichte bekommen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, deswegen freue ich mich jetzt auf den 6. Teil auf jeden Fall total und bin gespannt, was die Geschichte bereithält. Dann erscheint ebenfalls, das muss ich nochmal gucken, am 14. November Nothing Less, also der sozusagen letzte Teil der After Passion Reihe, obwohl die 2 Teile ja sich um Landon drehen und eigentlich gar nicht mehr so zu der Reihe gehören. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall erscheint der Teil jetzt auch am 14. November und damit müsste diese komplette Reihe dann eigentlich abgeschlossen sein. Es sei denn, Anna Todd schreibt jetzt noch ein paar Geschichten zu den Charakteren, was ich aber nicht glaube. Und dann erscheint noch am 14. November das Frostmädchen. Und da habe ich mir auch mal ein paar Notizen zugemacht. Das lese ich euch auch mal wieder vor. Ihr wisst, ich und, ne? Ich habe keinen Kopf für sowas. Und zwar im Frostmädchen geht es um Folgendes. Als ihr Freund Gideon bei einem Streit handgreiflich wird, flieht die 20-jährige Neve hinaus in die klirrende kalte Nacht des kanadischen Winters und verirrt sich. Glücklicherweise wird sie rechtzeitig von dem jungen Künstler Laurie gefunden, der sie in seiner abgelegenen Blockhütte gesund pflegt. Bei Laurie fühlt sich Neve vom ersten Augenblick an geborgen und zwischen den beiden entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte. Doch in der Nacht im Wald ist etwas mit Neve geschehen, etwas, das die uralte Wintermagie in ihr entfesselt hat. Und ich finde, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Ich habe das Buch beim Verlag einfach mal angefragt. Vielleicht darf ich es ja lesen, es wäre richtig cool. Wenn nicht, werde ich es mir irgendwann selber mal mitkaufen, mal gucken. Und ja, ich finde, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Klingt nach Urban Fantasy und das ist ja so meins. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und mal gucken, was dieses Buch so bereithält. Wie gesagt, erscheint am 14. November. Damit neigt sich das mit den Neuerscheinungen hier schon wieder dem Ende zu. Ich lese die Bücher einfach nur vor, weil es jetzt alles nur noch Fortsetzungen sind, die rauskommen und ich euch dazu nicht wirklich was sagen kann. Ich beginne mal mit dem Buch, was am 17. November erscheint und zwar ist das The Perfect von Cecilia Ahern. Das ist ja der 2. Teil zu Flawed, wenn das so ausgesprochen wird. Und das ist ja eine Dystopie und diese Bücher sind, glaube ich, auch nur eine Dilogie. Das heißt, es wäre dann mit The Perfect auch gleich abgeschlossen. Ich habe Loft noch nicht gelesen. Ich habe aber gehört, dass das ganz, ganz toll sein soll und dass das eine richtig gute Dystopie sein soll. Mensch, jetzt habe ich es. Und ja, ich werde mir das Buch auf jeden Fall mal mit anschauen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und ja, auf jeden Fall der 2. Teil erscheint am 17. November. Dann erscheint am 18. November der 4. und letzte Teil von Calendar Girl, also Oktober, November, Dezember. Und ich, wie gesagt, muss den 2. jetzt erstmal lesen, dass ich erstmal irgendwie den 3. kaufen kann. Aber damit wäre diese Reihe dann auch abgeschlossen, Gott sei Dank. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann am Ende ausgeht. Und ja, schauen wir mal. Das nächste Buch erscheint am 25. November und ist These Broken Stars 2 quasi. In diesem Buch geht es um Jubilee und Flynn. Das hat mit dem Charakteren vom ersten Teil, glaube ich, auch ein bisschen was zu tun. Also es ist, glaube ich, immer noch die gleiche Welt, in der das spielt, ist aber eine separate Geschichte. Ich habe den ersten Teil leider noch nicht gelesen, bin aber da auf jeden Fall auch noch mit dran, dass ich das irgendwann mal anfange zu lesen. Aber ihr wisst ja, Sub aus der Sub weg. Aus der Sub weg. Es sind schon wieder genug Bücher bei mir eingezogen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, jetzt muss ich gucken, dass am 28. November der 3. und letzte Teil von Dark Wonderland erscheint. Herzkönig heißt der. Und es ist, glaube ich, auch der letzte Teil dieser Reihe. Und es ist, glaube ich, auch nur eine Trilogie. Ja, macht dann Sinn, dass es der letzte Teil ist. Die Reihe habe ich auch leider noch nicht gelesen, aber ich finde immer noch das Cover vom ersten Teil so richtig hübsch. Das vom 2. fand ich zu animiert. Das vom 3. geht jetzt wieder. Aber das erste war einfach nur richtig, richtig hübsch. Und es sieht richtig cool aus und ich möchte es auf jeden Fall irgendwann mal mitlesen. Aber naja, ihr wisst, das übliche Problem. Das letzte Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, ist der neue Teil von der Lockwood & Co. Reihe und heißt Das flammende Phantom. Es war ja eigentlich ursprünglich angedacht, dass Lockwood & Co. glaube ich eine Trilogie wird. Jetzt kommt aber noch ein 4. und glaube ich auch noch ein 5. Teil. Ich habe den ersten schon gelesen, der hat mir richtig gut gefallen. Bin aber noch nicht dazu gekommen, irgendwie die Reihe mal weiterzulesen, weil wie gesagt, sup. Bedüm. Ja, auf jeden Fall, dieses Buch erscheint am 28. Das waren alle Neuerscheinungen vom November, die ich mir aufgeschrieben habe. Es waren doch wieder einige. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf den Dezember, denn im Dezember kommt noch ein Jennifer Armentrout Buch und der neue Teil der Gestaltenwandlerreihe. Und dazu gibt es dann aber im Dezember mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.